Hallo, willkommen bei Mamani, Finanz kann jeder. Was braucht man in wilden Börsenzeiten im Depot? Richtig, solide und gut aufgestellte Unternehmen, die ein Geschäft haben, das relativ krisensicher ist. Klar, ein Geschäft, das absolut jede Krise schadlos überstehen kann, gibt es eigentlich nicht. Aber es gibt Firmen, die in Bereichen tätig sind, die relativ stabil durch solche Zeiten durchgehen. So ein Unternehmen habe ich jetzt in Finnland gefunden und auf den ersten Blick sah die Firma nicht schlecht aus. Wie es in der Analyse abschneidet, erfahrt ihr in diesem Video. Das heutige Unternehmen, das ich mir anschauen möchte, ist die Kohn. Was machen die überhaupt? Kohn zählt zu den weltweit führenden Unternehmen in der Aufzugs- und Rolltreppenbranche. Das Angebot der Gesellschaft umfasst neben Aufzügen und Rolltreppen auch Tor-, Tür- und Verladesysteme, automatisch betriebene Türen, Überladebrücken, Schranken sowie Lösungen für Modernisierung und Instandhaltung. Erklärtes Unternehmensziel dabei ist die bestmögliche Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen, die Menschen das sichere, bequeme, energiesparende und schnelle Bewegen innerhalb von Gebäuden ermöglichen. Kohn betreut Aufzüge und Rolltreppen sowie automatische Türen weltweit, je nach Gebäudezweck. Zum Einsatz kommen Kohn-Systeme und Lösungen sowohl in Mehrfamilienhäusern, Kleinapartments, Hotels, Büro- und Geschäftsgebäuden, Freizeit- und Bildungseinrichtungen wie auch in größeren öffentlichen Zentren wie Kaufhäusern, Krankenhäusern, Bahnhöfen und Flughäfen. Bauherren, Facility Manager und Entwicklerarchitekten zählen zu den Hauptkunden des Unternehmens. Aber auch Berater und Behörden sind wichtige Entscheider. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich übrigens in Espoo in Finnland. So, wir haben hier bei Kohn eine Marktkapitalisierung von gut 26 Milliarden Euro. Das KUV ist okay, das liegt bei gut 2,2. Die Eigenkapitalquote ist mit 33,1% ganz angenehm. Der Verschuldungsgrad liegt bei gut 4,48. Den gut 6,5 Milliarden Euro Gesamtverbindlichkeiten standen übrigens gut 490 Millionen Dollar liquide Mittel gegenüber. Die Dividendenrendite, die ist richtig lecker. Die liegt nämlich bei gut 4%. Hier muss man sagen, dass Kohn in den letzten Jahren die Dividende stabil gehalten und auch zum Teil gesteigert hat. Also ein durchaus interessantes Unternehmen für Dividendenjäger. Auch die Schätzungen gehen von weiter steigenden Dividenden aus. Die Rendite soll 2024 bis auf 4,6% vom heutigen Kurs aus gesehen anwachsen. Angenehm hoch ist auch das Free Cashflow. Bei einem erwarteten EBITDA-Gewinn von gut 1,45 Milliarden Euro bleiben gut 1,05 Milliarden Euro Free Cashflow übrig. Das ist schon mal richtig gut. So, dann besprechen wir einmal kurz den Chart. Also auf lange Sicht sehen wir einen mehrjährigen positiven Aufwärtstrend, der die Aktie bis auf 75,90 Euro führte. Seit dem Oktober 2020 hoch folgt ein mittelfristiger Abwärtstrend, der seit Anfang des Jahres noch einmal verstärkt wurde. Dieser Trend hat den Kurs jetzt sogar durch die Unterseite des langjährigen Aufwärtstrends geführt. Wir haben jetzt ein Kursniveau erreicht, das wir schon 2016 bis 2019 hatten und auch das Corona-Tief liegt auf diesem Niveau. Charttechnisch keine schöne Situation, aber wir sehen auch, dass wir jetzt wieder altbekannte Kursniveaus erreicht haben. Vom Hoch sind wir jetzt gut 41% runtergelaufen. Das bedeutet nichts anderes, dass die Aktie bis zu den Hochs gut 70% zulegen müsste, um diese wieder zu erreichen. Jetzt könnte man natürlich meinen, wenn man den Chart sieht, dass die Firma in Schutt und Asche liegt. Schauen wir uns mal die Zahlen an und auch den Rest, um zu sehen, ob das jetzt wirklich der Fall ist. Als erstes nehmen wir mal die Zahlen. Kommen wir mal erstmal zum Umsatz. Hier sehen wir auch, was das Unternehmen vor allem auszeichnet, nämlich ein stabiles, robustes und leicht anwachsendes Geschäft. Wir sehen grundlegend eigentlich eine Umsatzsteigerung jedes Jahr. Wir haben natürlich auch mal kleinere Schwankungen, vor allem das Jahr 2020, das Corona-Jahr, ist mal ein bisschen negativ aufgefallen. Aber grundsätzlich hat das Unternehmen ständig steigende Umsätze. Und das ist ein Bild, was ich in der Historie sehr gerne sehe, dass wir wirklich ein stabiles Geschäftsmodell haben. Und das ist hier bei Kohn auf jeden Fall der Fall. Und bei den Gewinnen, also beim EBITDA-Gewinn, sieht das Bild jetzt nicht schlechter aus. Auch hier sehen wir, dass wir über die Jahre eigentlich fast immer eine schöne Steigerung haben. Wir haben mal hin und wieder mal kleinere Schwankungen, wie 2017 und 2018. Aber anschließend ging es wieder zurück in die alte Spur und der EBITDA-Gewinn konnte sogar im Anschluss sogar wieder neue Hochs erreichen. Was wir auch sehen, ist eine relativ stark gleichbleibende Marge. Wir liegen eigentlich immer so zwischen 12 und 15%.
Und auch die letzten 3 Jahre ist eigentlich recht konstant mit gut 14,6%. Also eine stabile Marge, permanent anfallende Gewinne und das auch noch mit einem leichten Steigerungsfaktor. Also auch das sieht in der Vergangenheit sehr gut bei dem Unternehmen aus. Und wir sehen auch beim EBIT-Wachstum, dass wir hier eigentlich jedes Jahr schön zulegen konnten. Allerdings haben wir natürlich auch mal Schwankungen wie 2017, 2018, was dann aber anschließend wieder aufgeholt werden konnte. Wir haben ja natürlich ein Unternehmen, was nicht sprunghaft wächst und bombastisch gut in den Wachstumszahlen ist. Aber wir haben ein schönes, kontinuierliches, konstantes Geschäft, was auch eine leichtere Steigerung beim Umsatz und Gewinn hat. Und das ist in solchen Zeiten bei so einem Unternehmen auch nicht schlecht. Wir sehen auch, dass das Unternehmen wirklich defensiv aufgestellt ist und auch mit einer schönen Dividendenrendite daherkommt. Wir haben nämlich jetzt hier eine gute Dividendenrendite von gut 4%, 4,6%, 4%. Und die Schätzungen gehen auch davon aus, dass es weiter gesteigert werden kann. Wie gesagt, jetzt in diesem Jahr wohl 4,1%, dann 4,36%, 4,6% und 4,69% im Jahr 2025. Also wir haben ja einen richtig defensiven Wert mit einem stabilen Geschäft, was vor allem wegen der Dividende natürlich interessant ist. Allerdings ist das Kursniveau natürlich auch interessant und dementsprechend müssen wir natürlich auch gucken, wie sich das Unternehmen auch in der Zukunft entwickeln könnte. Ich bin jetzt hier zu vorschnell rausgegangen, deswegen gehe ich nochmal zurück. Gehen wir mal kurz auf die Schätzung ein. Also die Schätzungen gehen jetzt davon aus, dass wir einen Umsatz in diesem Jahr haben von 11,1 Milliarden Euro. Im nächsten Jahr soll das der Umsatz dann gesteigert werden auf 11,6 Milliarden Euro, dann auf 12,09, dann auf 12,59 Milliarden Euro im Jahr 2025. Wenn das wirklich so eintrifft, wir werden auch gleich sehen, es könnte eventuell Schwierigkeiten geben, aber wenn es so eintrifft, dann haben wir eigentlich eine Fortsetzung der Historie, die wir auch gesehen haben, mit leicht steigernden weiteren Umsätzen. Und das setzt sich natürlich dann auch in den Gewinnen fort. Im Jahr 2022 soll der EBITDA-Gewinn auf 1,45 Milliarden anwachsen. Da gehen wir mal hier rein, um auch den Vergleich zu haben. Bringt ja nichts, wenn ich das nur erzähle. Also wir hatten jetzt im letzten 1,53. Dementsprechend wird davon ausgegangen, dass der EBITDA-Gewinn leicht sinkt auf 1,45 Milliarden, dann aber im Folgejahr wieder auf 1,609 Milliarden Euro steigt und im Jahr 2024 liegen wir schon wieder bei 1,744 und dann im Jahr 2025 bei 1,91 Milliarden Euro. Also wir haben jetzt erstmal ein schwächeres Jahr, was man natürlich auch unter anderem auch im Chart sieht. Aber wir sehen auch, dass man eigentlich davon ausgeht, dass das Unternehmen das, was es in der Historie gezeigt hat, auch in der Zukunft zeigen kann. Nämlich auch neben steigenden Umsätzen auch weiter steigende Gewinne. Und das ist natürlich ein Bild, was man natürlich gerne sieht. Dann kommen wir mal auf dieses Geschäftsjahr, was ein bisschen schlechter aussieht. Dementsprechend natürlich auch der Kursverfall. Kommen wir mal auf die Quartalzahlen, die jetzt als letztes gemeldet worden sind. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 Euro ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,37 Euro je Aktie generiert. Also der Gewinn fiel jetzt schwächer aus. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,44 Milliarden Euro vermeldet. Das entspricht einem Plus von 4,96% im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,33 Milliarden Euro in den Büchern standen. Also der Umsatz konnte dennoch gesteigert werden. Die Analystenschätzungen, die haben natürlich jetzt mehr erwartet. Für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten sie 0,334 Euro vermutet und umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,48 Milliarden Euro ausgegangen. Hier muss man natürlich dann sagen, beides lag unter den Schätzungen, obwohl der Umsatz gesteigert wurde. Schaut man sich die letzten 4 Quartale beim Gewinn an, so lagen die Ergebnisse einmal über den Schätzungen und dreimal drunter. Sonst immer leicht und im letzten halt ein bisschen deutlicher, habe ich ja gerade auch erzählt. Der Umsatz sieht ähnlich aus. Zweimal lag dieser leicht über den Schätzungen und zweimal drunter. Also hier muss man mal sehen, ob die Schätzungen für die nächsten Jahre wirklich eingehalten werden könnten. Kann man sich nur überraschen lassen. Also die Historie der letzten 4 Quartale war so ein bisschen wankelmütig. Mal drüber, mal drunter. Also wirklich gesichert sind die Einhaltungen der Schätzungen momentan nicht. Dann kommen wir mal einmal schnell zu den Analysten.
Ja, das Bild ist jetzt ein bisschen durchwachsen. Wir haben 46% der Analysten, die kaufen sagen, halten sagen 35% und verkaufen 19%. Insgesamt beobachten 26 Analysten das Unternehmen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 54,23 Euro. Aktuell haben wir 44,83 Euro. Und das wäre ein ungefähr Aufwärtspotenzial von gut 21%. Ja, schauen wir uns mal die Analystenmeinungen an, die in den letzten Tagen und Wochen rauskamen. Vor allem dann halt auch nach den Zahlen. Also die ich jetzt vorlese, sind jetzt in den letzten zwei Wochen veröffentlicht worden. Und ja, die sollten eigentlich das aktuelle Bild auch widerspiegeln. Die Berenberg Bank sagt als Kursziel voraus 50 Euro. Die sind also ein Aufwärtspotenzial von gut 12%. Goldman Sachs sagt 44 Euro. Das wäre ein leichtes Abwärtspotenzial von 1%. Credit Suisse sagt 60 Euro, sprich Aufwärtspotenzial 34%, und JP Morgan Chase sagt 70 Euro als Kursziel, das wäre ein Aufwärtspotenzial von 57%. Dann mal ein Kommentar von einem Analysten. Die Investitionsgüterkonzerne hatten zuletzt keinen Nachfrageeinbruch verzeichnet. Allerdings seien die durch den China-Lockdown verursachten Lieferkettenprobleme offenbar bedeutender und dürften länger als bislang erwartet anhalten. Also auch hier haben wir auch bei dem Unternehmen das altbekannte Problem der Lieferkettenprobleme. So, ich würde sagen, das sollte dann hier erstmal reichen. Dann kommen wir mal zur Punkteverteilung. Hier habe ich soweit jetzt alles eingetragen. Bei der Aktienanzahl war auffällig, dass diese mehrere Jahre leicht stieg und dann seit 2019 eigentlich gleichbleibend ist. Aktuell haben wir aber gut 0,61% mehr Aktien wie vor 5 Jahren, also fast nichts. Bei der Bilanz und den Schätzungen konnte ich eigentlich überall Punkte vergeben. Ja, wir hatten ja auch stabile Umsätze mit Wachstum auch drin, genauso bei den Gewinnen. Und auch der Rest sah eigentlich soweit ganz gut aus. Beim KGV habe ich allerdings einen Punkt abgezogen, da ich ein aktuell erwartetes KGV von gut so 24, 25 bei den Unsicherheiten, die momentan doch am Markt herrschen, für doch ein bisschen zu hoch ansehe. Das gleiche gilt dann auch bei den Schätzungen. Da habe ich dann auch ein Pünktchen abgezogen. Das erwartete KGV soll zwar wachsen, beziehungsweise sinken, aber bei den Unsicherheiten kann es auch mal nicht so eintreffen, wie man es vermutet. Und daher ist ein erwartetes KGV von 20 im Jahr 2024 doch ganz sportlich. Sie sollen zwar wachsen, aber halt nicht rasant, und daher hätte ich mir hier einen niedrigen Wert gewünscht, weil doch ein paar Unsicherheiten vorhanden sind. Ja, und bei den Insider-Trades konnte ich leider nichts finden, und daher habe ich hier die neutralen 5 Punkte vergeben. So, dann noch die Newsseite. Die Quartalzahlen habe ich ja gerade schon vorgetragen. Gefunden habe ich dennoch noch was anderes, was ich jetzt hier vermelden möchte. Also der TÜV meldete jetzt, mehr als die Hälfte der geprüften Aufzüge habe wohl aktuell Mängel. Das könnte auf einen Reparatur- und Wartungsstau hindeuten, was natürlich Unternehmen wie Cohn zugutekommen kann. Dann hatten wir noch eine Meldung von Cohn selber zur aktuellen Lage. Die Nachfrage in den meisten Regionen der Welt sei gestiegen. Eine Ausnahme bilde China, wo zunehmende Liquiditätsengpässe im Immobilienmarkt zu einem Rückgang der Aktivitäten geführt habe. Zudem sei das positive Marktumfeld durch den Angriff Russlands auf die Ukraine überschattet worden. Cohn hatte als Reaktion darauf Anfang März das Neugeschäft in Russland sowie Lieferungen dorthin ausgesetzt. Durch die sich wieder verschärfende Corona-Pandemie in China steige die Unsicherheit zusätzlich. Das Unternehmen geht für das Jahr 2022 von einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 2-5% aus. Ja, also hier ist jetzt nicht Bruch und Dallas, aber das Wachstum soll halt bei 2-5% jetzt nur noch liegen. Zuvor hatte das Management im besten Fall ein Plus von 7% in Aussicht gestellt. Also hier wurde schon mal ein bisschen was zurückgenommen. Das bereinigte EBIT soll bei gut 1,18 Milliarden bis 1,28 Milliarden Euro liegen. Das liegt dann auch im Bereich der aktuellen Schätzungen. Die gehen nämlich davon aus, dass wir momentan 1,202 Milliarden Euro an EBIT-Gewinn generieren werden. Also das passt schon mal. Hier hatte Cohn auch am oberen Ende zunächst von 1,33 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Ja, also das mussten sie auch ein bisschen zurücknehmen. Gegenwind sieht Cohn auch durch die höheren Kosten für Rohstoffe, Komponenten und Logistik sowie weiteren Störungen in den Lieferketten. Also es ist momentan nicht alles Gold, was glänzt. So, dann kommen wir noch schnell zu meiner Meinung. Also Cohn finde ich eigentlich als Unternehmen super. Die Betonung liegt natürlich jetzt auf eigentlich, denn es gibt auch ein paar Probleme, die man jetzt nicht vergessen sollte. Klar, Cohn ist in einem Geschäft tätig, was eigentlich solide, robust und sicher ist. Auch in der Zukunft werden sie ihren Weg machen und gutes Geld verdienen.
Ja, machen sie auch jetzt schon und auch in der Vergangenheit. Ne? Also Geld wird ja auch ordentlich verdient. Sie haben ja auch eine gute Marktstellung und sind in der Branche gut aufgestellt. Durch dieses sichere Geschäft hat man ihnen auch über Jahre ein höheres Bewertungsniveau gegönnt. Jetzt sind halt ein paar kleinere Probleme aufgekommen, für die sie jetzt eigentlich nichts können. Die natürlich auch nur temporär sind und irgendwann mal wegfallen. Aber sie belasten momentan. Also wurde jetzt die damalige Überbewertung ausgepreist. Und wenn man die Zahlen faktisch betrachtet, sind wir immer noch auf einem Bewertungsniveau, was ordentlich ist. Ne? Selbst nach dem derben Abschlag der letzten Monate. Bei einem erwarteten KGV von gut 24 kann man natürlich nicht von einem spottbilligen Preis sprechen. Ne? Vor allem, wenn man nicht weiß, ob das Wachstum nicht doch jetzt kurzfristig ein bisschen weiter gestört wird. Ich will aber nicht zu viel auf diesen Punkten herumhacken, denn Cohn ist ein wirklich gutes Unternehmen. Es hat stabile Umsätze und Gewinne, über Jahre ein stetiges Wachstum und das wird auch in den nächsten Jahren wieder in alter Form zurückkommen. Zumindest sehe ich das so. Hinzu kommt eine Verschuldung, die okay ist und eine sehr gute Dividendenrendite. Also auf langer Sicht kann ein Einstieg selbst auf diesem Niveau attraktiv sein. Bei der aktuellen Lage möchte ich aber nicht ausschließen, dass wir noch etwas tiefere Kurse sehen könnten. Charttechnisch kommt erst bei 38, 39 Euro eine mega dicke Unterstützungslinie oder ein Unterstützungsbereich. Denn da liegen die mehrfach gehaltenen Tiefs von 2016, 17 und 18. Also das ist schon wirklich ein ordentlicher Widerstand, wo die Aktie eigentlich, wenn die Geschäfte einigermaßen weiterlaufen, nicht drunter fallen sollte. Ja, dann wären wir auch auf einem fundamentalen Bewertungsniveau, wo ich mich für eine Positionierung auch begeistern könnte. Außerdem würde ich auch gerne die nächsten Zahlen abwarten. Die kommen jetzt am 20. Juli raus. Und hier wird man dann auch sehen, ob die Probleme jetzt gut bewältigt werden. Also interessant ist Cohn auf lange Sicht auf jeden Fall. Ja, vor allem, weil Kurspotenzial hier genauso vorhanden ist, wenn die Wirtschaft wieder brummt und der Laden mal wieder ins Laufen kommt. Genauso wie eine schöne Dividendenrendite, die wir hier haben. Und bei 4% kann man nicht meckern. Und wenn die wirklich noch anwachsen sollte, vom heutigen Kurs aus gesehen, dann ist das schon ein ordentlicher Dividendenbetrag, der da permanent aufs Konto gespült wird. Also, und das bei einem Unternehmen, was wirklich ein solides und eigentlich auch sicheres Geschäft hat. Und das gefällt mir natürlich. Also ich behalte auf jeden Fall das Unternehmen weiter im Auge. Es kommt jetzt erstmal auf die Watchlist. Und wenn wir mal wirklich so in diesen Bereich jetzt fallen sollten, von so 38, 39 Euro, dann ist das Unternehmen wirklich sehr, sehr interessant für mich. Ja, kommt natürlich dann immer auch darauf an, wie die aktuelle Chart- und Newslage aussieht. Aber dann könnte ich mir zumindest vom aktuellen Stand aus wirklich hier auch einen Einstieg vorstellen. Ne, als schönen, kleinen, sicheren Dividendenwert. Also ich habe auf jeden Fall 7 von 10 Punkten vergeben. Und dann wollen wir uns mal schnell das Ergebnis auf der Auswertungsseite anschauen. Ja, das Ergebnis ist natürlich so, wie man es vermuten konnte. Mein Tool sagt mir, ich hätte hier einen Anfangsinvestbetrag von 635 Euro, sprich 63,5% von meinem maximalen Startbetrag. Und der maximale Investbetrag liegt bei 69,7%, sprich 2091 Euro. Hier muss man natürlich die aktuelle Situation natürlich mit berücksichtigen. Ne? Vor allem Punktabzüge gab es hier bei dem, kurzen Chartbild, also den Jahreschart, weil wir natürlich hier seit Monaten nur noch die Richtung nach unten kennen. Und hinzu kommt natürlich auch, dass wir natürlich auch ein ordentliches Bewertungsniveau haben, was jetzt, auf einem Maß zurückgekommen ist, was nachvollziehbar ist, nicht mehr diese Überbewertung wegen der, Geschäftssicherheit hat. Und dementsprechend gab es hier natürlich auch noch vereinzelte Punktabzüge. Also das Unternehmen selber auf dem Preisniveau, was wir jetzt erreicht haben, ist für mich sehr interessant, vor allem auch wegen der Dividendenrendite. Und daher kann ich auch mit der Bewertung, die auch eindeutig zeigt, es ist jetzt kein super Top-Unternehmen mit mega Wachstum und Gewinnschätzungen, die im utopischen Bereich liegen, sondern es ist ein solides Unternehmen mit einem sicheren Geschäft, was jedes Jahr Gewinne schreibt und was ein kleines, stetiges, aber konsequentes Wachstum aufweist und dementsprechend auch, auch wegen dem hohen Free Cashflow natürlich auch eine sichere Dividende zahlen kann und dies natürlich in einem Bereich, der sehr interessant für mich ist. Also mit der Bewertung bin ich auf jeden Fall voll und ganz zufrieden. So, das war's dann für heute. Das Ranking klemme ich mir mal wieder. Es tut mir ja leid, aber ich habe heute wieder extrem wenig Zeit. Mal gucken, ob ich das dann bei der nächsten Analyse nachhole oder vielleicht auch am Wochenende, wenn ich das Depot-Update-Video mache. Ich werde es auf jeden Fall mal zeigen. Cohn ist auf jeden Fall auf Platz 105 von 174 gekommen, also eine ordentliche und solide Platzierung.
muss man natürlich jetzt auch mit berücksichtigen, wie die aktuelle Lage ist. Ne? Aber das Unternehmen ist selber nicht schlecht. Ich verabschiede mich dann jetzt und hoffe, dass die Analyse bzw. der Blick auf die Aktie euch gefallen und auch ein bisschen geholfen hat. Falls ja, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet. Das würde mir nämlich helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Und es wäre dann auch eine Bestätigung, dass ich meine Arbeit hier nicht schlecht mache. So. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, kann ja mal in der Hektik vergessen werden, dann macht auch das, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. So, bis zum nächsten Mal, euer Markus. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!